Ein feierliches Pontifikalamt in der außerordentlichen Form des römischen Ritus ist über dem Apostelgrab des heiligen Petrus gefeiert worden. Am Wochenende des Christkönigfestes versammelten sich Tausende von Pilgern im Petersdom. Es war der Höhepunkt einer viertägigen Wallfahrt, organisiert vom Coetus Internationalis Summorum Pontificum. Das Coetus Internationalis Summorum Pontificum geht in seiner ursprünglichen Gründung auf Kardinal Burke und Kardinal Ranje zurück. Der Name selbst stammt von Monsignore Bux und steht in Beziehung zum Coetus Internationalis Patrum, einer Gruppe, die während des Zweiten Vatikanums versucht hat, die Tradition zu schützen. Ziel der Gruppe ist es, Gläubige, Priester, Laien, Seminaristen und Ordensleute zu vereinen, die der Messe in ihrer traditionellen wie auch ordentlichen Form nahe sind, erklärt im Motu Proprio Summorum Pontificum. Und aus diesem Grund wurde auch diese Wallfahrt organisiert. Die Wallfahrt feiert das sich wieder öffnen für die überlieferte lateinische Messe, die durch ein Motu Proprio von Benedikt XVI. Ermöglicht wurde. Papst Franziskus und Benedikt XVI. Haben Grußbotschaften für die Wallfahrer übermittelt. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Wallfahrt in dieser Kirche auf dem Apostelgrab des heiligen Petrus stattfindet. Alle 1500 Gläubigen und Kleriker, die teilnehmen, wollten ihre Verbundenheit mit dem Stuhl des heiligen Petrus ausdrücken, durch ihre Treue zum über 1000-jährigen Lex Orandi der Kirche hier beim Apostelgrab. Wir haben uns um Kardinal Burke versammelt, einem großen Verteidiger dieser Liturgie, und auch Kardinal Leveda hat an der Zeremonie teilgenommen. Monsignor Pozzo, Sekretär der Ecclesia Dei-Kommission, war ebenfalls anwesend. Nun, die ganze Welt kam. Es gab viele Brasilianer, Nordamerikaner, dann Europäer, Franzosen, Engländer, Ungarn, Tschechen und natürlich viele Italiener. Es war eine bunte Mischung. Die vielen jungen Gesichter in der Menge bezeugen, dass Tradition nie alt wird. Ja, es war schon eine greifbare Stille da, eine Andacht, eine unglaubliche Andacht, die in dieser außerordentlichen Form so zum Tragen kam, dass es einen wirklich mit ganz tief hineingesogen hat in die Liturgie. Und man selbst war ein Teil von ihr und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Benedikt XVI. Hat einmal geäußert, dass die Liturgie die ganze Kirche vereine, Mensch und Gott, Himmel und Erde. Je mehr die Zelebration von diesem Verständnis durchzogen wird, so Benedikt, desto präsenter wird die authentische Bedeutung der Liturgie sein und Früchte tragen.